Herzlich willkommen zurück zum zweiten Level der ersten Episode in unserem Duke Nukem 3D 100% Run hier im Red Light District, wo das erste Mal diese fliegenden Ferkel auf uns warten, die ich immer gerne mit der Shotgun runterhole. Das geht recht schnell. Wenn ihr gut zielen könnt, dann empfehle ich auch den Raketenwerfer. Ansonsten aufgepasst, hinter dem Eck wartet eine weitere Sau und ein weiterer Flieger. Auch die kein Problem für uns. Dann schauen wir direkt in den Forbidden Videos im Books in den schweinischen 18er Laden, wo hinter der schwingenden Tür noch eine Sau wartet und viele kleine von diesen Kaspern hier, von den Lizardmen. Die werden wir alle erledigen und dann können wir zwischen den Regalen mit den schmuddeligen Magazinen unsere ersten Secrets abholen. So, auch die danken ab und hinter der Kasse, mein Freund, abkassieren tue nur ich hier, ne? Merkt ihr das mal, da hinten wartet noch einer. Und dann können wir uns die Shotgun nehmen. Auf dem Regal da oben gibt es eine Atomic Health, aber nicht nur das. Wir können die Wand aktivieren für den Holoduke und unser erstes Secret. Das zweite Secret gibt es hier hinter dem Buchregal, ein Armor und Pipe Bombs. Bevor wir in die Tür hier gucken, schauen wir uns noch im Hinterraum um, wo auf der rechten Seite noch ein Ferkel wartet. Niederballern und dann gehen wir den Weg zum Arcade. Oder auf gut Deutsch zu den Wix-Kabinen. Und warum ich Wix-Kabinen sage, das könnt ihr gleich sehen. Ich packe mal die Pipe-Bombs aus. Mach den kalt. Hallo, mach den kalt. Das war besser. Denn hinter diesen Kabinetten verbirgen sich einfach nur Wix-Kabinen. Hier sieht man es besser. Hier ist der Monitor noch nicht am Arsch. Hier gibt es ein bisschen Health und Ammo für die Pistole vom toten Gegner. Ansonsten hier zwei Ferkelchen. Ihr könnt die Pipe-Bombs nehmen. Da könnt ihr ein bisschen Munition sparen. Ansonsten gibt es hier Steroide, falls ihr sie braucht. Und im letzten Kabinett kein Gegner dafür. Hinter dem Monitor eine RPG. Die werden wir gleich mal verwenden, um den Crack hier aufzusprengen. Wo noch so ein Ferkel auf uns wartet hier. Oh, noch eins. Das habe ich gar nicht mehr im Plan gehabt. Da stiefeln wir nieder, das Schweinchen. Mit unserem Mighty Foot. Sonst steht es wieder auf. Einmal im Spiegel angeguckt. Ansonsten hier den Händetrockner aktiviert. Für Night Vision Goggles kein offizielles Secret. Wir können mal kurz pissen. Übrigens, wenn eure Energie unter 100 ist, werden da 10 Health-Punkte einmal aufgefrischt. Dasselbe ist, wenn ihr irgendwie so an so Wasserhydranten oder Wasserfontänen nuckelt, da könnt ihr auch ein bisschen Energie zurückbekommen, wenn ihr es nötig habt. So, erinnert euch an die Tür hier. Wir aktivieren den linken und den rechten Schalter. Dann ist die Tür unlocked und es warten ein paar Gegner auf uns da hinten. Falls es euch hier zu dunkel ist, könnt ihr die Night Vision Goggles verwenden, damit ihr die Gegner seht. Irgendwie hat mein Schusskill jetzt nicht funktioniert. Okay, auch egal. Und zweitens, wenn ihr wollt, hilft euch ebenfalls die Map hier auf der Karte. Und ihr braucht euch nicht zu genieren, die anzuwenden, weil man sieht hier wirklich gar nichts, ne? Auch ich sehe hier so gut wie nichts. So, hier geht's rein. Weil dieser dunkle Gang hier ist nämlich ein weites Secret. Aufgepasst, von rechts und von links kommen die Gegner. Dann gibt es hier noch ein Atomic Health. So, dann können wir wieder raus. Es ist so verwinkelt, ich hasse es. Okay, und die Night Vision Goggles wieder deaktiviert. Wir fahren mit dem Aufzug nach oben, killen den Sack und die weiteren Meuten hier drin, nehmen die Munition, die Chain Gun mit, machen das Kabinett hier auf für den blauen Key. Stichwort Chain Gun. Eine gute Zeit, die Chain Gun zu verwenden, würde ich sagen. Auch hier wieder weitere so fliegende Viecher. Massenware, würde ich sagen, die wir vom Himmel holen. Wir können hier ein Duke Nukem Mastei-Schild ausfahren. Wie unhöflich. Das werden wir gleich wieder einpacken, Freunde. Dann holen wir noch das restliche Geschmattel hier runter, wie es auf gut bayerisch heißt. Komm, Fliegermann, dank ab. Ihr könnt übrigens wieder den ganzen Weg zurück durch den Laden nach unten oder springt einfach aus dem Fenster, je nachdem, was euch lieber ist. Das war schön, ne? Du röckelnder Fuzzi. Ebenfalls könnt ihr nach hier oben für extra Muni, hier war das Duke Nukem Mastei-Schild, für ein bisschen Energie und hier noch einen Body Armor. Ihr seht das Ferkelchen? Gut, dann werden wir das jetzt erledigen. Versteckt sich hier im Eck, das habe ich gar nicht gerne. Tschüssikowski. Ich packe schon mal die Pipe-Bombs aus und werft die da rein. Da sind nämlich zwei Schweinepriester dahinter. Und hier ist das Duke, das 3D Realms Demolition Corporation sein. Das heißt, die 3D Realms Demolition Corporation hat vor, das Gebäude vor uns zu sprengen. Komm, wir nehmen ihnen ein bisschen Arbeit ab mit dem zweiten Schalter von links und dem dritten Schalter von links. Das fährt den Detonator raus und
wir können die Show genießen. Das arme Häusle, du. Nun gut, egal, das ist Geschichte. Ich habe keine Ahnung, wie das Ferkel hier die Explosion überlebt hat. Aber gut, ne? Wir müssen hierher, denn es gibt die gelbe Keycard. Aber auch einen schönen Medikit. Wir haben noch einen vollen, deswegen brauchen wir ihn gar nicht. Was wir tun können hier, ist den Gullideckel aussprengen und dann würden wir hier in die Kanalisation kommen. Gibt aber auch einen anderen, weniger gefährlichen Weg da rein, den wir mal gleich nehmen, wenn wir hier in der Bar sind. Da kommen wir nur rein mit der gelben Keycard natürlich, die wir gerade eingesammelt haben. Lass uns ein paar Schweinchen sprengen. Das macht nämlich viel Spaß. Auch da hinten. Mag euch nämlich nicht. Ich habe wahrscheinlich wieder nicht alle erwischt. Natürlich. Den hat es nur gestriffen, den stört das auch gar nicht. Wenigstens gibt es eine Shotgun hier. Hier ist ein Lüftungsschacht, einer von vielen in Duke. Da kann man immer rein und nette Secrets oder Alternativwege finden. Rentiert sich immer wieder in die Lüftungsschächte zu gucken bei Duke. Ansonsten hier hinter Mac aufgepasst. Billard können wir gleich spielen. Wir schauen mal in den Lüftungsschacht rein, würde ich sagen. Da können wir auf einen Alternativweg zur Toilette. Pass mal auf, mein Freund, du nervst mich. Machen wir das so, ne? Holy shit. Auch das Ferkelchen muss bluten. Dann nehmen wir hier die Energie. Da steht noch so ein Lump. Hier gibt es wie immer keinen Anschluss unter der Nummer. Hier noch ein bisschen Schockermuni. Die nehmen wir gern. So, hinter der Toilette. Übrigens kann ich es mal demonstrieren. Wenn wir hier trinken, davon kriegen wir ein bisschen Energie. Aber wir können auch die Tür hier, das Geheimkabinett hinter der Toilette aufmachen. Da geht es nämlich in die Kanalisation. Genau in dieselbe Kanalisation, wie in die wir davor gekommen wären, wenn wir durch den Gully gesprungen wären. Das war das erste Mal ein Octabrain, also ein Tentakelmonster, das gerne in feuchten Gebieten sich aufhält und mit Sonic Blasts auf uns schießt. So, nicht in die Grütze, da verliert man Energie. Ansonsten haben wir hier ein Atomic Health bekommen und hier gibt es noch Pipe Bombs. Wir haben erst die Hälfte der Secrets, also wir haben noch einiges vor uns. Wir können wieder zurück in die Bar und jetzt checken wir erstmal Dukes Billiard Skills aus. Nachdem wir uns die Pistole einmal geholt haben und die sind, naja, ziemlich bescheiden. Okay, wir schauen nach da oben zum Ferkelchen. Machen es kalt, genauso wie die Jungs hier. Hier würde sich vielleicht auch eine Explosivwaffe oder die Schenkern empfehlen. So, zum Beispiel. Ach komm, hör doch auf mit einem Teleportieren, Freundchen. Bringt dir doch alles nichts. Gut. Pack schon mal die RPG aus. Das Mädel hier nicht kaputt schießen, denn auch wenn wir die vernichten, wird wieder Gegner gespawnt. Das wollen wir nicht. Hier wieder eine Anspielung zu O.J. Simpson, der Verfolgungsjagd. So, wenn wir hier reingehen, werden da draußen Gegner getriggert bzw. gespawnt. Die erledige ich immer gern so. Ansonsten hier schwer zu finden, ein Kabinett. Wenn wir das öffnen, gibt es die rote Keycard, die wir unbedingt brauchen, um weiterzukommen. So, in der roten Keycard können wir Richtung Dance. Oh, I wanna dance. Schweinchen kalt machen. Ich sagte Schweinchen kalt machen. Meine Güte, läuft halt wieder alles suboptimal. Hot, hot, hot tonight. Yeah. Der Hinterhalt, Jungs, ich muss euch enttäuschen. Der funktioniert schon lange nicht mehr. Also, Keycard, Türe auf. Schweinchen killen. Ansonsten aufpassen, hier sind noch viele Gegner im Dunkeln. Einiges an Lizardmans. Und auf den Moment haben wir schon alle gewartet. Die Bar, dort kommen sie schon. Die Strip-Dancerin, herausgefahren aus dem Dunkeln, aus ihren Löchern. So, da ist noch ein Schwein. Das muss unbedingt weg. So, den kann man natürlich wie immer Kohle zuschieben. Und dann tanzen die. Ich glaube, wenn wir hier drauf gehen, genau, und dann geht da drüben Kabinett auf ein Secret mit einer Chaingun, unser fünftes Secret. Gut, na Rännchen. Hier scheint es nicht weiter zu gehen, auch der Vorhang geht nicht auf. Was wir tun müssen ist, dort oben den Lüftungsschacht aufschießen und nach oben springen. Der einzige Weg, das Level zu beenden, wenn man das nicht weiß, kann man da ganz schön lang dran frickeln. So, hier empfiehlt es sich, Pipebombs runterzuwerfen. Da trifft es keine falschen. So, da spratzelt und splattert. Ich hau nochmal einen hinterher. Lecker. Ansonsten raus. Dort oben, das Ferkelchen gleich weg. Unten haben wir sie alle erledigt, bis auf den da hinten, nehme ich an. Genau. Lebt noch. Sehr schön. So, jetzt kommt eine etwas schwierigere Stelle. Da müsst ihr aufpassen. Wenn wir diesen Schalter aktivieren, dann erstmal da oben das Schweinchen weg. Dann geht hier alles auf und lauter neue Gegner spawnen. Wie zum Beispiel die dumme Sau. Die dumme Sau, die nicht sterben will. Und noch eine dumme Sau. Lauter dumme Säue.
So, aber die werden erledigt. Ansonsten nehmen wir hier noch die verbleibende Munition mit, die wir davor nicht eingesammelt haben. So, zwei Secrets brauchen wir noch und wir sind quasi am Levelende. Das nächste Secret könnt ihr euch holen, indem ihr hier rüber springt und dann einen ziemlich gewagten Side-Strafe-Jump rüber macht. Ich kann das gar nicht so gut, ich gebe es zu. Also könnt ihr einfach den Jetpack vom letzten Level nehmen und darüber fliegen für Night Vision Goggles. Ansonsten müssen wir nochmal darüber, da geht es nämlich Richtung Ziel. Da warten noch einige Schweinchen. Die Munition könnt ihr jetzt alle verballern, wenn ihr wollt, denn ihr verliert im nächsten Level alle Waffen. Von daher, ihr könnt so jetzt nach Herzenslust rumballern, wie ihr wollt, mit dem Raketenwerfer. Letztes Secret hier, im Mondenschein, der da durch das Fenster lugt, aufmachen für den First Aid Kit, falls ihr ihn denn benötigt. Ansonsten, auch hier sind noch ein paar Säue, die wir hochsprengen können und dann werden wir von den Außerirdischen gefangen genommen. Und das war Red Light District. Auch hier wieder alle Secrets in knapp 10 Minuten. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Level, das da heißt Death Row. Danke fürs Zuschauen.